Das, was wir hier sehen, ist durchaus verwandt mit dem, was vorher schon geschehen ist in unserer Arbeit. Aber hier ist es nochmal speziell, das ist nochmal ein Aspekt unserer Sichtweise, wie man vielleicht heute Stillleben wahrnehmen könnte. Vorher haben wir eher Form reduziert, in der Figur, als auch in anderen Bereichen. Und hier ist es eher, dass es hin noch nicht ganz überbordend passiert, aber eher üppiger wird. Im Prinzip ist das Ganze, was wir machen, letzten Endes basiert auf einer Art Collagensystem. Das heißt, man nimmt eine Form, die zweite Form bringt Formen, die manchmal auch gar nicht zueinander passen oder oft, bringt man zusammen, ein altes Prinzip. Manche Elemente erinnern natürlich an einen Hasenkopf, Vogelkopf und so weiter. Aber insgesamt ist dann doch der Versuch da, die Erfindung von Figur, von Elementen auch zuzulassen und einzubringen und mit eine Stimmung zu erzeugen oder ein Bild zu erzeugen, das auch fremd ist. Dancing with tears in my eyes, weeping for the memory of a life gone by. Dancing with tears in my eyes, living out a memory, your love that died. Es gibt nicht diese Aufteilung, der eine macht Holzschnitte, der andere macht Schreibmaschinenzeichnungen oder Aquarelle, Gouachen oder Keramik, oder, sondern beide sind involviert in sämtliche Arbeitsprozesse. Der Arbeitsprozess als solches ist dann, dass wir uns gegenseitig in Ruhe lassen. Wir arbeiten im gleichen Atelier, einer rechts, einer links. Und am Ende wird natürlich auch wiederum gemeinsam entschieden, ob das Bild tauglich ist, um es irgendwo aufzuhängen. Living out a memory of love.